Gerne zeige ich dir, wie du Emojis einfügen kannst und vor allem, wie du nach denen suchen kannst. Das heißt, ich möchte jetzt da oben ein Emoji einfüllen, dann klicke ich die Tastenkombination Windows Punkt und gebe da oben zum Beispiel mal ein Auto und dann kommen die ganzen Vorschläge für Auto, kann ich da einfügen. Ich mache das noch einmal, Windows Punkt, und jetzt möchte ich zum Beispiel ein Haus einfügen, dann kommen mir die Vorschläge für Haus, kann dann das da anklicken, das Haus, und dann habe ich das Haus eingefügt.